Wir sind hier im Denner in Oberdornach, direkt neben der Putzart. Und ich habe das Vergnügen, ich darf hier im Blumenzelt, das seit Ende April hier aufgebaut ist, also man sieht hier ringsum, es ist wirklich alles voll Blumen, darf ich ein bisschen schneugen und ein bisschen natürlich auch schon schauen, was ich so in die Blumenkiste setzen könnte, im Garten setzen. Das ist so ein bisschen mein Gebiet, ich pflanze sehr gerne, um das Büro verschönern. Und jetzt gehe ich einfach mal schauen, was es so ein bisschen, was es so gibt, was ich ein bisschen zusammenstellen kann, damit den Putzart schön erstrahlt. Und euch natürlich möchte ich animieren, kommt auch. Also es ist wirklich, es ist eine Pracht, schaut das an. Bis zum Muttertag hier im Denner in Oberdornach haben wir so eine Auswahl von wunderschönen Pflanzen in allen Farben, in allen Richtungen für Schatten, für Sonne, für Halbschatten, für Halbsonne. Genau. Genau, und für mich sehr gefährlich. Ich würde am liebsten alles einkaufen. Und es ist also wirklich eine Pracht, ein schönerer Sand. Also gibt es für jeden etwas. Jeder findet etwas. Alle Farben, alles vertreten. Ich darf jetzt einfach ein bisschen einkaufen. Hier so eine Pratzbäume. Neben der Haustür. Okay? Wenn die Gäste kommen, zukommen, schön ein Empfang, so ein wunderschönes Bäume oder ein schönes Rosenstöckli, hat man jedes Jahr etwas davon. Kommt ja nicht kaputt, kommt ja immer wieder. Wunderschöne Marquitenbäume. Oder ein Jasmin. Also ihr seht, es hat alle Farben, es hat alle Varianten. Es hat Clematis, Hortensien, sogar Gemüse hat es. Wir haben hier noch Tomätli und Peperoni. Schaut mal die Peperoni an. Würzli dazu zum Kochen, also was will man mehr? Schwarzäugige Sauce. Natürlich Kanion. Renner für alle Blumenkisten. Ja, und ich habe jetzt die Wahl der Wahl. Ich muss mich jetzt entscheiden, ich kann natürlich nicht alle nehmen. Aber ihr merkt, kommt vorbei in Denner auf Oberdornach. Hier haben sie das Blumenparadies. Ihr könnt nach Lust und Laune einkaufen.